Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei A Return to Moria. Ich bewundere meinen Schatz. Oh, ein Schatz. Ich bewundere unsere Statue. Und wir gehen raus und müssen unsere Basis verteidigen. Noch jemand? Irgendwo summt's noch. Hä? Dahinter? Was? Was? Ah, da. Ich mach mal kurz die Tür hier zu. Ja, das Schwert ist schon echt ultimativ. Die Belagerung ist zu Ende. Da hast du bei den normalen überhaupt gar keine Probleme mehr. So, hier habe ich wieder neue Sachen angepflanzt, nämlich Hafer. Wobei wir jetzt gerade festgestellt haben, ich habe vor der Aufnahme Kräuterchen und sowas gesucht, da wollte ich nicht hin. Dass uns am meisten für dieses leckere Brot fehlt uns am meisten hier dieses Elbere Zegen und das Ding kann man nicht anpflanzen. Vielleicht kommt das noch, ich weiß es nicht. Ich habe ein paar Trockenfrüchte gemacht jetzt mal. Also für zwischendurch hätte ich gesagt. Und jetzt will ich ja mir hier die Schmiede setzen. Wir haben nämlich mittlerweile das Material zusammen. So. Und jetzt müssten wir auch hier die gekachelten. Achso, das kann ich nicht bauen, weil mir ein kleines Feuer fehlt oder wie? Weil das. So. Kann ich so bauen jetzt? Der kennt meine Sachen nicht mehr. Wie machen wir das jetzt? Ich brauche ja wieder alles ab, ne? Dann machen wir das wahrscheinlich, dann baue ich das Ding daneben dran, weil ich wollte den Herd hier schon wieder hinsetzen, ne? Dann setze ich jetzt das Ding hier hin. Und jetzt müsste ich die gewaltige Feuerstelle bauen können und die passt hier nicht mehr dazwischen. Ei, Frau Batz, was machen wir denn jetzt? Nee, die passt hier anscheinend nicht dazwischen. Okay. Dann müssen wir am besten den Ofen versetzen, weil da ist nichts drin, bevor ich die Kiste jetzt versetze und das ganze Material da mitnehme. Guck mal, das ist bereit. Da können wir jetzt das Ding abbauen. Weil ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, die Kiste da irgendwie auszuräumen. Und jetzt bauen wir die gekachelte. Oh, nach hinten geht nicht. So geht das. Was? Bett plus 1 gefunden. Achso, weil es im Range war wahrscheinlich. So, jetzt ist halt die Frage, ob ich den Herd hier nicht auf gegenüberliegend setze. Ich glaube, das mache ich auch. Den Ofen meine ich, nicht den Herd. Was habe ich jetzt gedrückt? Falsche Taste. Ofen. Ich glaube, ich setze ihn hier an die Wand, damit das nicht so rosa fest, ne? Damit das hier nicht so Platz einnehmend ist. Und das Ding setze ich nochmal um. Da baue ich hier einfach eine neue Kiste hin, die auch neben dem Herd steht. Und dann sieht das auch ein bisschen symmetrisch-propetrisch aus. Ah nein, wir können jetzt ein richtiges Bett machen. Aber wozu sollte ich ein richtiges Bett machen? Interessant. Ein Waffenständer. Ah, ein Rüstungsständer. Sehr gut, jetzt können wir die alten Sachen aufhängen. Und die Wandhalterung haben wir auch. Das ist ja cool. Darauf habe ich doch noch gewartet. So. Und die Kiste kommt hier so komplett dran. Gut, dann nehmen wir das hier einmal alles raus. Dann, bevor ich es vergesse, machen wir das Ding auch klein. Und packen hier wieder alles rein. Ich weiß nicht, ist das irgendwie fast das sinnloseste Gemüse, oder? Wenn ich mir das so angucke. Also, diese hier. Das nehmen wir mit. Den Rest haben wir auch, ne? Jo. So, warte mal, den Reparaturstein wollte ich versetzen, siehst du? Das mache ich jetzt auch mal. Die Reparaturstation baue ich jetzt hier so ein bisschen freier in die Ecke. Damit wir da ein bisschen mehr Platz haben. Da. So.
dann kann ich mich, bevor ich mich ins Bett lege, kann ich mich hier nochmal reparieren. Alles klar. Cool. So, und dich bauen wir jetzt auch ab. Auch wenn du so schön Licht bringst, haben wir so mehr Platz. Ja, das sieht schon cool aus. Das sieht schon echt gut aus, der Ofen. Mit solchen Runen hier oben drüber, mit irgendwelchen Zwergenköpfen drauf, so sieht's für mich aus. Oder? Sollen doch Zwergenbärte sein, da oben in den... Oder? Nee. Weiß man nicht. Könnte auch ein Löwe sein oder sowas. Ein typischer Moria-Löwe. Ihr merkt, ich bin im Herr der Ringe-Universum, bin ich richtig firm. So, Herd haben wir gebaut. Was machen wir noch? Früher Abend. Okay, wir müssen mal eine Kleinigkeit essen. Können wir jetzt hier mehr Sachen machen als vorher? Gegrillte Pastinaken. Eine einfache Mahlzeit. Ein Obstsalat. Oh, mit Honig und so weiter. Ist eine ordentliche Mahlzeit, nicht schlecht. Was können wir denn aus diesem Kohlkopf machen? Einen knackigen Salat. Das ist auch eine ordentliche Mahlzeit. Das ist doch nicht schlecht. Wird das irgendwo anders noch verwendet? Ja, hier beim Fleischeintopf. Komplexe Mahlzeit. Oh. Das ist ja richtig interessant. Das klingt gut. Das mache ich jetzt mal. Das ist zwar relativ teuer, aber das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Gut, dann ziehe ich mir jetzt mal hier so ein bisschen getrocknete Früchte rein. Naja, 50% geben die. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Also geht schlechter auf jeden Fall. So, wo habe ich das Holz? Ich glaube oben links, ne? Nein, da habe ich diese Stufe 2 Sachen. Nein, da muss hier oben rechts sein, genau. Okay, Kohle hatten wir bei den fertigen Barren. Genau, ich glaube, ich brauche nicht so viel Kohle, oder? 20 Kohle müssten eigentlich reichen, das machen wir einfach mal so. Nehmen wir einfach mal so mit, aber eigentlich muss das Head dahin. Komischerweise zieht er immer von vorne ab. Gut, wir haben Brot dabei, wir haben... Sieht aus für mich wie Chili und nicht getrocknete Früchte, aber immerhin. Eieiei, was mir jetzt gerade auffällt, kann ich das noch abbrechen? Kann ich das abbrechen? Das vergammelt ja, wenn ich das hier hinstelle. Das war ja richtig dumm. Wozu denn 10 Mahlzeiten kochen? Kann ich das irgendwie unterbrechen? Was ist, wenn ich das Ding abreiße? Ah, da kommen die Ressourcen raus. Nice. Okay, das ist jetzt ein bisschen... ich habe gekrümelt. Aber so kannst du es abbrechen, den Bau. So. Das war richtig blöd, weil das kann ich ja gar nicht mitnehmen, den Kram, ne? Okay. Dann setzen wir nochmal die kleine Feuerstelle. Dann ist diese Folge eine große Feuer... Wie setze ich eine Feuerstelle? So, jetzt kriege ich das Ding hier wieder nicht dazwischen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Himmel. Nee, ich muss jetzt echt die Kiste nochmal wegnehmen. Oh, Sturz. Okay, wir sehen uns am nächsten Morgen wieder. Ich setze das hin. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen. Da ist er wieder. Ich habe umgeräumt. Kisten stehen wieder. Herd steht wieder. Ich habe auch was zu essen mir gemacht. Und ich habe hier hinten das neue Bett aufgestellt. Diese eine Truhe, die hier stand, die kann man leider nicht abbauen. Da kann man auch nichts wieder reinlegen in diese Truhe. Deswegen habe ich es jetzt einfach integriert. Habe hier am Kopfende das alte Schild hingehängt. Hier den Waffenständer. Hier liegen die ganzen einzelnen Waffen drauf. Und da die Rüstung. Auf dem Ständer. Da fehlen nur irgendwie die Schuhe. Ich weiß auch nicht, wo ich die hin hatte. Ich dachte, ich hätte auch mal andere Schuhe gehabt. Aber es kann sein, dass ich die irgendwie verbuselt habe. Ich glaube, die habe ich nicht mehr. Hier ist die eine Spitzhacke noch über. Naja, egal. So, Reparaturstation steht jetzt da hinten. Und ich würde sagen, wir gehen runter und kämpfen ein bisschen, wa? Oh Gott, welcher war das denn? Welcher Kartenstein? Da? Da. Da sind die ersten Schuhe gewesen, habe ich sie übersehen? Okay. Ja, genau. Hier liegen wir richtig. Repariert sind wir. Genau, das ist unser Zwischenlager. Und das ging hier irgendwo hinten um die Ecke, wenn ich mich recht erinnere.
Hier durch, ne? Ja. Genau, hier waren wir. Hier haben wir alles auseinandergenommen. Ich hatte auch noch die andere Kiste gelootet. Also hier waren ja zwei Kisten, jeweils links, eine rechts. Und jetzt gehen wir hier weiter nach unten und gucken, ob wir noch ein paar Kobolde hier finden. Eventuell müssen wir dann auch noch mal weiter vorziehen, dass wir nicht immer diesen langen Weg laufen müssen. Also da ist auf jeden Fall ein großes Lager. Ich gucke jetzt hier erstmal um die Ecke. Da ist auch noch einer. Ist hier ein Banner, was ich hier irgendwie sehen kann? Nee. Okay, ran da. I need a better weapon for this. So, es kam der Hinweis, ich soll mich immer... Ups, der hat mich getroffen. Ich soll mich immer auf die Großen konzentrieren, weil die irgendwie nachhut. Na... Nachhut rufen können. Okay. Das heißt, müssen wir nur noch Banner suchen, damit wir hier nicht wieder Spawn kriegen. Na, nehmen wir doch das so lange, oder? Haben wir noch eins hier in der Nähe, was ich jetzt auf den ersten Blick übersehen hätte? Nehmen wir alles gerne mit. Und hatte ich hier oben nicht nur einen schwarzen Diamanten übersehen? Zwei Stück haben wir. Sackgasse. Okay. Guck mal, unsere Rüstung ist sogar noch einigermaßen stabil. So, warte mal, da bin ich hergekommen, ne? Ich bin gerade aus durchgelaufen. Gucke ich jetzt erstmal hier in der Ecke. Hier ist zu. Also, da können wir noch weiter, aber warte mal. Wir müssen hier unsere Kollegen ehren. Ein Heldenband. So, warte mal, dann gucke ich hier hinten nochmal. Ah, dann geht's hier durch. Okay, das ist der Durchgang hier hin und da ist Eisen. Okay, cool. Wie gehen die Dinger kaputt? Kann ich die wirklich mit der Spitzhacke? 5. Ah. Nee, da mache ich nur die Wände kaputt. Auch nicht im Sinne des Erfinders. Oder geht dann die... Geht das Gitter da mit kaputt, wenn ich die hier abgebaut habe? Nee. Drüber springen? Ah, der kann da drüber wollten. Okay, das wusste ich nicht. Dann ehren wir auch den Kollegen hier.
Aua, aua, das sticht doch. So, da ist nichts drin, was mich interessiert. Hier sind ein paar Pilze, die interessieren mich auch nicht. Das Banner haben wir erlegt. Ich weiß nicht, ob es hier weitergeht. Nö. Nee, sieht nicht so aus. Ist nur Eisen. Ich mache jetzt mal überall auf, dass ich weiß, dass ich da schon war. Okay. Nee, da bin ich durch. So, das haben wir, das haben wir. Die Ecke da hinten haben wir, ne? Da war auch eine Sackgasse. Dann sind wir hierher gekommen. Gut. War das hier? Oh Gott, ich weiß nicht, wo wir waren. Ich habe mich verlaufen. Gute Frage. Das hier war doch der Start, wo wir runter sind, oder? Ja, das ist der Start, wo wir runter sind. Wollen wir uns kurz mal reparieren? Ja, das Inventar ist auch voll. Deswegen mache ich das mal kurz. Ich repariere mich kurz und wir sehen uns dann gleich unten wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Ich habe jetzt den Kram doch an der Zwischenstation in die Kiste gelegt. Da vorne ist eine Arena. Dann gucke ich jetzt erstmal hier. Und hier ist nichts außer Kupfer und irgendwelchen Pilzen. Ja, da müssen wir jetzt in die Arena. Ist das ein Boss? Sieht mir nach einem Boss aus, oder? Na dann. Doch geblockt. Habe ich anscheinend nicht. Oh. Oh. Ich muss blocken. Ich krieg auch Vergiftung. Wo ging es denn hier raus? Hier runter, ne? Das ist nicht gut. Muss mir ganz kurz noch was zu essen reinziehen. Geradeaus ging es drüber. Kommen die mehr nach? Ja, ein Teil kommt nach. Da hat er mich nochmal getroffen. Perfekt. Okay. Okay. Kann ich mir eine Reparaturstation aufbauen? Ich habe doch alles dabei dafür, oder? Ich stelle die jetzt mal hier in den Zwischenraum. Und stell mir eine Reparaturstation hin, dann gehe ich zu dem zurück, zu dem Typen. Wieso kann ich die nicht bauen? Weil ich die Eisenbarren vorne gelassen habe. Ah, ich habe die Eisenbarren da gelassen. Nein! Sowas. Ich muss nochmal ganz kurz zurück. Es ist ja zum Glück nicht ganz so weit weg, aber ich mache jetzt wieder keinen Cut, oder? Ich laufe jetzt mit euch zusammen. Brauche nur ganz kurz ein bisschen mehr Energie und dann baue ich mir kurz vor dem Boss, baue ich mir nochmal was auf. Gell, Ratte, bist auch dafür.
Gib mir mal die Eisenbarren wieder. Wieso habe ich die rausgenommen? Ich weiß es nicht. Ist halt die Frage, ob man... Oh. Oh. Die kommen her. Wie nice ist das denn? Na komm her. Na komm. Geht doch. Muss ich mich nochmal reparieren. Nur wegen euch. Obwohl, das Quatsch, ne? Ich kann ja auch direkt wieder vorrennen. Und ich werde mir auch so eine Gebetsstatue da hinstellen, damit ich ein bisschen den Buff mir mitnehme. Komm mit, ihr Ratten, ihr kämpfen im Trio. Ne? Keine Lust? Die Ratte hat keinen Bock. So, jetzt hoffen wir, dass der Boss nicht resettet. Allerdings hat er halt auch keinen Lebensbalken. Deswegen ist halt die Frage, ob er überhaupt einen Reset macht. Das werden wir mal sehen. So, ich denke, hier ist ein ganz guter Punkt für ein Lager, oder? Setzen wir hier dazwischen, wie ich es eben schon machen wollte. Kleines Feuerchen hin. Auf jeden Fall eine Reparaturstation, damit wir uns da schnell Sinn setzen können. Soll man ein Bett setzen? Nee, können wir gar nicht, weil ich meinen Stoff auch noch in der Kiste liegen habe lassen. Sehr gut, es läuft. So, was essen? Komm runter. Ah, ich habe nicht geblockt. Jetzt hört mal auf, mich von hinten zu gieksen. Jawohl. Geht doch. Hä? Jetzt sind die anderen verschwunden. Okay, ich habe irgendwas Neues an Spitzhacken bekommen. Interessant. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier die Banner ab, dass sie nicht nachkommen. Ja, das war doch jetzt konsequent, oder? Würde ich mal sagen. Eisen, Eisen, Eisen. Irgendwo muss hier noch... Oh, da sind noch zwei Kisten innen drin. Wie geil. Wo sind denn die anderen Banner? Bin ich vorbeigelatscht? Hä? Gibt's hier nur eins? Hä? Beim letzten Mal gab es zwei Banner. Also bei dem ersten Boss, den wir hier bekämpft haben, da gab es auf jeden Fall zwei Banner außen. Ich laufe jetzt nochmal einmal außen rum. Da geht's hoch. Vielleicht oben in der Mitte, das kann gut sein, ja. Aber ich will sicher sein, dass ich hier unten nichts übersehen habe. Nee. Okay, dann gehen wir jetzt oben drauf. Da geht's hoch. Okay, cool. Was sind das? Chanorbaren. Sieht ja cool aus. Sieht aus wie Gold. Aber es sieht doch aus, als wäre ein Riegel am Boden, als würde der Boden aufgehen. Auch hier draußen diese Ketten zum Runterlassen. Hat nämlich jemand auch in den Kommentaren geschrieben, ob das nicht ist wie ein Aufzug oder sowas, dass es nach unten geht. Aber ich glaube nicht,
Sieht mir zumindest nicht so aus, als wäre das, wo geht's denn raus da vorne? So, hier geht's rein. Nee. Nee, ich glaube, wir haben nichts übersehen, oder? Wollen wir oben nochmal rumgehen? Nee, sieht mir nicht so aus. Okay. Da haben wir das auch. Sehr gut, dann nehmen wir jetzt die Basis mit, weil ich glaube, hier in dem hinteren Bereich sind wir durch, ne? Wir haben jetzt alle Richtungen haben wir abgegrast. Die Nacht bricht herein, ja. So. Den Chrom nehmen wir mit. So, es ist die Nacht bricht herein und wir sehen uns dann gleich zu Hause wieder. Bis gleich. Da ist er wieder zurück. Ein später Morgen. Ich habe noch ein bisschen hier gedrödelt. Ich bin jetzt auf der Karte. Wir waren in diesem Bereich. Der ist soweit leer. Der hier. Also hier oben waren wir. Hier oben war die Arena. Und hier, wo unser Teleporter steht, ist noch ein Durchgang angeblich. Aber eigentlich in die Richtung, oder? Eigentlich müsste es hier irgendwo durchgehen. Aber hier sieht man natürlich nichts. Weil man sieht ja auf der Karte diesen kleinen Gang hier da oben. Huh. Gute Frage. Ich gehe jetzt noch mal ganz kurz hier hinten rein, weil hier haben sie auch noch rumgetönt. Ich höre irgendwelche Kröten. Aber hier haben wir doch am Anfang aufgeräumt, oder? Das war doch der erste Punkt. Also hier kann eigentlich nichts sein. Behaupte ich jetzt mal so. Oder war hier irgendeine Wand, die wir übersehen haben? Nee. Da oben sind Ressourcen drin. Nee, dann muss es hier drüben irgendwo weitergehen. Okay. Was mich jetzt halt irritiert ist, dass hier ein Durchgang angezeigt wird. In diese Richtung. Was ist denn das da hinten? Ach, irgendein Holz, okay. Oder haben wir in dem Zwischenraum noch was vergessen? Hier ist ja wie so ein Zwischengang. Nee, das sind hohe Felswände. Da oben waren wir ja, da haben wir den Kram. Na, da haben wir den Kram geholt. Na hey, wir haben den Boss besiegt. Das fand ich schon mal gar nicht so schlecht. Das war doch super. So, wo sind wir denn hier? Hier sind wir drin. Da ist nochmal ein Durchgang, irgendwie wird mir angezeigt. Links an der Wand. Aber hier ist auch alles zu, ne? Da ist dieser Gebetsstein, den wir gesungen haben. Hier waren wir unten in den Tiefen. Müssen wir in die Tiefen runter? Ich hoffe ja nicht. Da kann man ja auch gar nicht lange unten sein. Sonst dreht man ja durch bei der Dunkelheit. So, und hier ist die große Halle. Das heißt, hier muss es ja irgendwo weitergehen, behaupte ich jetzt mal einfach mal so. Hm, guck mal hier. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Da scheint es weiterzugehen. Jetzt ist nur die Frage, nehmen wir uns einen Teleporterstein mit? Ich glaube, ich habe nicht genügend schwarze Diamanten mitgeschleppt. Wir gucken erstmal. Wir erkunden es erstmal. Allzu lange haben wir in der Folge nicht mehr. Hier sinkt auf jeden Fall mein Schwert schon. Da oben ist eine Statue. Ja, da sind sie doch schon rechts von mir. Ich sehe sie doch. So, wir haben anscheinend neue Handschuhe bekommen. Bellegost-Handschuhe. Das war dann Stufe 3 schon. Wo geht's denn hier rein? Okay, Sackgasse.
Silbererz ist da noch drin, ja. Ja, also wenn die hier sind, dann hole ich mir jetzt doch meine Teleporter-Sachen aus dem Bereich, wo wir vorher unterwegs waren. Und baue mir hier was auf, ne? Damit wir da hinten kämpfen können, weil da hinten ist schon wieder so ein großes Lager. Ja, okay, ein Bosskampf muss für diese Folge reichen. Ich hole mir den Kram aus dem alten Bereich. Hier raus hole ich mir den. Und zur nächsten Folge werden wir dann hier hinten aufräumen. Jetzt wissen wir ja, wo es weitergeht. Und ich sammle derweil noch ein bisschen Ressourcen auf hier. Guti. Also ihr Lieben, bis zur nächsten Folge von Return to Moria. Mal gucken, was als nächstes auf uns wartet. Bis dahin.